Servus meine lieben Freunde, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Recht herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer weiteren Folge von City Skylines. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Freut mich wirklich sehr und wir befinden uns hier in Paradise City an unserer Auf- und Abfahrt, die wir das letzte Mal gebaut haben. Und dem einen oder anderen wird aufgefallen sein, dass sich die Straßenfarbe hier ein bisschen verändert hat. Ich bin durch mein Tool nochmal durchgegangen, wo ich eben diese Farbe anpassen kann von den verschiedenen Straßen und habe mal jede Straße auf die gleiche Farbe angepasst, weil ich das einfach bis dato noch nicht wirklich gemacht habe. Ich habe verschiedene Vorlagen und habe halt bei manchen Straßen eine hellere oder eine dunklere Variante ausgewählt gehabt. Deswegen sah das vielleicht hier und da mal ganz unschön aus, auch bei einer anderen Stadt. Und das habe ich komplett angepasst, dass wir jetzt wirklich eine Farbe bei jeder Straße haben. Aber auf die Idee bin ich erst gekommen, wo ich eine Mod gefunden habe, wo ich die Zebrastreifen deaktivieren kann mit einem Klick. Und über diese Mod, über diese Option kann man nämlich auswählen, dass man bei kleineren Straßen, bei größeren Straßen eben die Zebrastreifen komplett deaktiviert. Das heißt, wenn wir jetzt Kreuzungen bauen, dann werden wir keine Zebrastreifen mehr haben. Wir müssen mal schauen, wie sich das Ganze auswirkt. Ich kann selber welche setzen, aber an Kreuzungen nicht. Wie man das dann halt machen, weil bei so einer Ampel ist eigentlich schon logisch, dass eben Zebrastreifen sind. Aber hier und da sind sie halt doch wieder unschön. Da müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie einen Kompromiss finden, wie wir das alles gestalten können. Vielleicht deaktiviere ich das so wieder, dass wir wieder Zebrastreifen haben, aber erstmal lasse ich es deaktiviert. Und eben diese Mod macht eben auch die Straßenfarbe anders. Das habe ich aber komplett deaktiviert von dieser Mod. Weil ursprünglich ist sie dafür. Man kann auch die Markierung an den Straßen, die Pfeile zum Abbiegen, kann man auch komplett entfernen, weil man die dann dadurch eben selber setzen könnte. Da kann man schon einiges machen mit ein paar Klicks. Finde ich sehr, sehr cool. Ja, und deswegen, weil eben die kompletten Straßen von den Farben sich verändert haben durch die Mod, bin ich dann nochmal bei meiner jetzigen durchgegangen und habe das eben angepasst. Und deswegen sind wir jetzt bei einer einheitlichen Farbe, was super, super gut ist. Ja, und jetzt müssen wir halt eben gucken, wie man das Ganze hier gestalten, wenn man an Kreuzungen keine Zebrastreifen mehr direkt hat, wie man das dann bauen könnte, damit es einigermaßen logisch erscheint, weil ich eben nicht für einzelne Auf- und Abfahrten irgendwie die Zebrastreifen deaktivieren kann. Hier sieht man zum Beispiel, hier haben wir noch einen, aber hier sind die halt komplett weg. Und man sieht schon, ich habe hier ein bisschen was ausgebessert, ich habe hier nochmal eine Linie durchgezogen, eine komplett durchgezogene eben. Also keine gestrichelte, weil das einfach optisch so, glaube ich, nochmal ein bisschen schöner aussieht. Und ja, jetzt ohne Zebrastreifen hier quer durch sieht es halt auch echt super aus, ja. Deswegen würde ich das gerne beibehalten. Das heißt aber auch, dass wir halt selber da ein bisschen was machen müssen. Da muss man mal schauen, wie wir das machen. Ja. Jetzt gucken wir erstmal, wie wir hier weiterverfahren. Also ich möchte hier jetzt mit dem Wohngebiet heute mal anfangen. Möchte ja hier eine Industrie aufbauen. Ich habe mal geschaut, hier ist ja Ölindustrie. Also hier könnte ich viel Öl abbauen, was am Anfang jetzt aber noch keinen Sinn ergibt. Das heißt, erstmal so am Randgebiet ein bisschen ein Industriegebiet zu bauen, wird so der erste Schritt sein. Ich möchte hier ein Gewerbegebiet bauen und ich bin am Überlegen, wo ich eben ein Wohngebiet baue. Ob ich das auf der Seite anfange, ob ich hier noch ein bisschen was mache, müssen wir halt mal gucken. So, jetzt gucken wir erstmal hier ein bisschen weiter. Und zwar möchte ich jetzt erstmal die Straße hier ein bisschen weiterziehen, diese Allee, und möchte mal gucken, ob wir das vielleicht ganz gut gestaltet bekommen, dass wir jetzt nicht einfach die Gerade weiterziehen, sondern mal hier vielleicht so ein bisschen optisch was reinbekommt. Wir gucken mal vom Winkel hier. Mal hier bei 130 was Gutes hinbekommen. Ich möchte auch bei der Stadt ein bisschen mehr mit Winkeln arbeiten. So, jetzt haben wir hier auch 130. Das heißt, die sollten gleich verlaufen. Jetzt können wir hier nämlich ein Gebiet bauen, hier ein Gebiet. Ich weiß allerdings noch nicht, welche. Ja, das ist unser anderes Problem. Aber das kriegen wir auch hin. Weil eben hier die Industrie sicher aufbaut, möchte ich mal schauen, was man hier halt machen könnte, damit wir halt eine Unterteilung haben. Weil ich möchte nicht, dass die Industrie direkt am Wohngebiet dran ist. Deswegen muss ich mal schauen. Aber hier bei der Auf- und Abfahrt und auch hier in dieser Gegend möchte ich auf jeden Fall gucken, dass man hier ein bisschen Wohngebiet hochzieht. Hier möchte ich nicht allzu weit gehen. Weil man, zum Beispiel hier soll ja das Innere der Stadt irgendwann entstehen. Das sieht man ja auch durch die ganzen Autobahnen. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit niedrigen anfange, sieht es halt optisch nicht so toll aus, wenn man dann halt direkt hier große Gebäude hat. Deswegen soll man hier nicht so weit eigentlich gehen. Oder möchte ich nicht so weit gehen. Also ein bisschen die Bäumchen hier weg. Da gucken wir einfach mal, wie man das einigermaßen schön gestaltet bekommt. Vielleicht auch nochmal mit einer großen Straße, die hier durchgeht. Da müssen wir mal gucken. Ich möchte jetzt erstmal gucken, dass man hier die Straßen, dass man die irgendwie hinbekommt, dass sie optisch auch nach was aussehen. Dass man hier schöne Gebiete hat.
Drumherum kommen werden wir hier nicht wahrscheinlich, dass man hier nochmal eine Abbiegung macht. Ne, das wird auf jeden Fall... Kommen wir nicht drumherum. So. Können wir aber mal sowas probieren. Ist ja nicht unüblich. Dann haben wir wieder an den Schnellstraßen halt hier Wohngebiete. Aber das ist ja nicht so tragisch. Ich möchte jetzt erstmal schauen, dass wir hier vielleicht nochmal so ein kleines Gebiet mit reinbekommen. Wie gesagt, wir sind hier im Randgebiet. So. Und da können wir mal schauen, dass man direkt halt hier auch direkt mit Parks anfängt. Dass man hier vielleicht einen Spielplatz mit reinmacht. Der halt hier mittendrin ist. Der dann mit den Straßen, mit den Wegen hier verbunden wird, außen. Oh, machen wir hier auch mit Feldwegen. Und zum Beispiel sagt, komm, gehen hier rüber. So, wir gehen hier ein Stück weiter. Muss man hier wieder ein bisschen im Pausemodus arbeiten, weil bevor wir nicht irgendwelche Einwohner haben, wird es ja weiterhin problematisch. Genau, dann haben wir hier so ein kleines Gebiet, dann haben wir mittendrin eben so einen Spielplatz. Da kann man hier ein Wohngebiet rumziehen. Und da müssen wir jetzt mal schauen, wie wir weiter verfahren mit dem Abwasser und dem Wasser. Wie rumfließt das Ganze hier? So, den Anschluss haben wir. Das erste Wohngebiet auch gleich. So, das sollte so klappen. Kostet uns halt unglaublich viel Geld. Wir haben schon über 150... Wie viel? 725 sind wir gestartet, ne? Ja, ein bisschen mehr als 100.000 haben wir hier schon ausgegeben. Ei, ei, ei. So. Machen wir hier erstmal ein Wohngebiet, dann kriegen wir endlich mal Einnahmen. In dem Eck, das mit den kleinen Häusern. Ich weiß gar nicht, ob sich da welche aufbauen. Ich hoffe auf jeden Fall. So. Hier drüben, da möchte ich halt mit Begrünung dann arbeiten. Kann man das alles mal hier laufen lassen. Damit sich das erste Wohngebiet natürlich auch schon gemütlich nach oben zieht. Wir müssen jetzt auch schauen, dass wir hier vielleicht ein bisschen gewerblich was bauen. Hier drüben wäre das gar nicht so schlecht, dass man hier wirklich, dass es hier vom Wohngebiet ins Gewerbegebiet dann auch übergeht. Mit der Straße möchte ich hier nicht unbedingt weitergehen, oder? Noch ein Stück können wir noch, ein Stück so können wir noch. Dann können wir hier nochmal ein bisschen Wohngebiet ausbauen. Wie ich es hier außen mache, weiß ich noch nicht. Wir lassen das erstmal so. Genau, dann will ich hier Gewerbe und dann Industrie. So ist, glaube ich, ein ganz guter Ausgang. Hier ein bisschen dichteres Gewerbe. Aber fehlt uns irgendwas? Strom fehlt uns. Irgendwas wusste ich, fehlt uns doch. Müssen wir auch mal schauen, wie wir das machen. Wir sind hier ja im Industriegebiet, ne? Also hier gehen wir ins Industriegebiet über. Und hier beginnt es dann irgendwo, hier hinten. Dann haben wir auch eine direkte Schnellstraße in die Richtung. Wir müssen halt nur gucken, dass sich das ein bisschen ändert, weil wir brauchen hier nichts mit Grün. Wie machen wir das denn ins Industriegebiet? Wir gehen... Ja, hier ist halt das... Das ist der gleiche Winkel. Und hier auf jeden Fall 90 Grad, also rein theoretisch müsste. So, dann geht es hier in zwei Richtungen weiter. Was haben wir denn hier für Möglichkeiten? Weiß nicht, Solar passt halt irgendwie trotzdem immer am besten rein.
Also zum Beispiel jetzt hier so machen könnte. So. Sehr gut, da haben wir, glaube ich, auch noch mal irgendwas auf der Straße stehen. Da müssen wir mal ein bisschen nachgucken. Gut. So, gewerblich will ich hier drüben ein bisschen was bauen. Wir haben. Was haben wir denn hier? Wir können normalgewerbliche Gebäude bauen. Wir können aber auch gleich hier mal schauen, dass man vielleicht so ein kleines Einkaufszentrum hier rausnimmt. Wir haben ja hier das ein oder andere. Das ist halt ein bisschen teuer. Also zum Beispiel das hier wäre halt auch eine Idee, was man halt hier zum Beispiel schön an die Ecke setzen könnte. Es wäre ein bisschen größer. Kostet 20.000. Wir haben die 20.000. Gehen 2, 3 ins Minus. Weil wir hier noch nichts angepasst haben. Genau. So, Budget. Wir haben hier. Können wir ordentlich nach unten gehen? Erstmal auf 50. 60. Das müsste komplett ausreichen eigentlich. Ihr habt Wasser. Das mit dem Strom, das sollte ja locker ausreichen, was wir hier haben. Wir haben ja hier noch nicht wirklich was gebaut. Haben jetzt hier allerdings ein bisschen Gewerbe auch schon. Ich weiß noch nicht, ob das als das zählt. Jetzt müssen wir hier drüben mal gucken. Dass man vielleicht mit so einer Straße hier noch arbeitet. Da können wir das wieder aktivieren. So. So, wir haben hier den Anschluss. Ich überlege gerade, ob das so, ob ich das so belassen möchte, weil wir hier links und rechts halt so ein bisschen freieren Platz haben und ich noch nicht ganz weiß, was man da bauen könnte. Na, so wird es nix, ne? So. Kann man hier nämlich Gewerbe hochziehen. Hier könnte man halt selbst noch ein bisschen was Schönes gestalten. Wir gehen immer noch 1,8 ins Minus. Was aber nicht so schlimm ist. Weil jetzt hier nämlich Gewerbe herbekommen. Na, obwohl, hier mache ich mal weg. So, gewerblich sieht es hier ganz gut aus. So, machen wir hier die Straße noch. So, die hier hoch. Guck mal, dann soll das erstmal hier nach oben ziehen. Hier kann man halt ein bisschen dekorieren selber. Ich könnte zum Beispiel hier hingehen nebenbei. Könnte das hier nochmal so gestalten. Genau, als große Fläche. Und dann kann man hier halt nochmal selber ein bisschen bebauen. Kann zum Beispiel sagen, was könnte man denn hier rüber machen? Einerseits so ein Weg, wo die hier durchlaufen. So ein bisschen farblich anders ist. Oh, machen wir das hier noch ein bisschen näher. Und hier nebendran können wir dann halt einfach auch so ein bisschen was hinstellen. Was würde denn hier hinpassen? Könnte einfach hier so den einen oder anderen Trailer hinstellen.
Ah, ich dachte, ich habe zwei platziert hier. Wäre zum Beispiel eine Idee. Wir könnten dann hier mit dem Zaun arbeiten. Was haben wir denn hier noch für Zäune? Ja. Nein. Ach, verdammt. Lass mir doch hier meinen Weg. Warum bist du so zu mir? So. Super. Da kann man das hier nämlich ein bisschen abgrenzen. Kann sagen, hier ist halt so ein kleiner Platz für die. Einfach, dass wir wieder ein bisschen mehr Details hier reinbekommen. Hier und da in dem Eckchen mal wieder ein bisschen was Schönes. Da wirkt das schon mal ganz anders. Wir haben hier bestimmt noch... Ja, vielleicht noch sowas hinmachen. Sagen so rum. Und was man hier jetzt halt noch schön machen kann, sind dann halt ein bisschen Spuren, dass man hier auch sieht. So. Dass natürlich hier auch ein bisschen was los ist. Sieht doch nett aus. Guck mal. Dann können die sich hier abstellen. Wir gehen noch 160 ins Minus. Das ist aber okay. Wir haben hier Gewerbe ausgezeichnet. Super. Ihr habt direkt Probleme natürlich. Es war so klar. Ihr habt direkt Probleme. Es ist ein Teufelskreis. So, wir gucken mal mit der Polizeistation, wo man die hinmachen könnte. Wenn ihr Polizei verlangt, bekommt ihr natürlich auch eine Polizei, ja. Guck mal, eigentlich hier reinquetschen, ne? Könnte was sagen, guck mal hier, das ist so eine kleine Wache. Wenn irgendwelche Probleme entstehen, könnt ihr da hingehen. So, die sind einigermaßen zufrieden jetzt erstmal. Gehe ich von aus. Hoffe ich auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen auch mal gucken, dass wir hier mit der Industrie anfangen. Wir haben... Ist das uneben? Ist uneben, ne? Das brauchen wir aktuell hier nicht. Na? Hier drüben noch Sachen gesehen, die nicht so ganz toll sind. So. Haben wir noch. Okay, das geht ja noch. Das ist ja okay. Wir müssen mal schauen. Bauen halt auch immer mit großen Straßen. Da muss man halt auch dazu sagen. Bauen sehr mit großen Straßen. So. Genau, hier wird jetzt Industrie auf jeden Fall anfangen. Irgendwo. Muss nur überlegen. Wie genau. Weil ich möchte bei der Industrie hier zwischendrin vielleicht auch nochmal so einen kleinen Lagerplatz haben. Jetzt ist die Sache, jetzt muss ich erstmal die Lagerhäuser wiederfinden. Wo haben wir die denn versteckt? Wo waren die denn? Hier? Lagerhäuser. Wir haben hier nämlich ein bisschen... Was kosten die mich? Die kosten mich nicht so viel. Das wird ziemlich cool hier aussehen. Ich glaube, wir werden erstmal mit kleineren arbeiten. Klar, ihr habt noch Probleme, das ist gar kein Problem. Wir werden jetzt für euch hier ein bisschen Industrie hinbauen. Im späteren Verlauf habe ich so tolle Ideen noch. Für die Stadt, wirklich. Ihr seid unzufrieden, das ist okay. Da werden wir jetzt erstmal gucken. Wir haben hier, das ist ja auch hier so ein bisschen Randgebiet. Hier haben wir das.
Genau, dass man einfach so ein bisschen Industrie hier aufbauen kann. Machen wir auch hier hinten. Hier würde ich vorne mal gucken, ob man hier vielleicht das Ganze mit Strom noch weiter ausbaut. Genau, hier gehen wir nach oben. Noch eine Mühe weiter hier vor. So. Stromtechnisch müssen wir mal schauen. Da müssen wir die Leitung gleich nach oben legen. So. Machen wir das erstmal in die Richtung. Und dann kann man halt hier jetzt schon mal so ein bisschen das komplette Feld hier ausbauen. Dann hat man hier auch schon mal so den Anfang der Industrie. Die soll ja jetzt nicht so eine mächtige werden, sondern wirklich so ein bisschen lockerere. Dass man hier mal so ein bisschen Station hat. Dass man aber auch so Unterteilungen zwischendrin hat. Hab auch vor, ein bisschen mehr mit Güterbahnhöfen, mit verschiedener Art zu arbeiten. Das müssen wir aber alles gucken, wie wir das halt hinbekommen. Wir müssen natürlich auch immer auf den Betrag gucken, dass wir nicht irgendwie ins Minus gehen dann irgendwann. Da müssen wir halt sehr aufpassen. Aber ich denke mal, das kriegen wir schon hin. Aber so in die Richtung ist das Wohngebiet, soll hier irgendwo enden. Es soll hier nochmal Gewerbe entstehen auf der Richtung. Und ich weiß noch nicht, ob ich mit den Gleisen hier wirklich super zufrieden bin. Achso, das andere. Die Gleise hier, wir planen mal ein bisschen durch. Wir haben ja hier viele Möglichkeiten. Ich glaube, dass ich die Gleise hier einfach mal wegnehmen werde. Die gefällt mir nicht hier durch. Die werden wir irgendwann dann anders bauen. Weil hier wird ja auch Industrie entstehen. Das heißt, wir müssen eh mal gucken, ob wir das nicht irgendwie trennen. Weil dann haben wir hier nicht... Ich mache so die Abgrenzung. Hier haben wir jetzt nicht direkt einen Bahnübergang. Das ist noch viel wichtiger. Deswegen gucken wir hier mal. Das wird nichts. Das war klar. So. Machen wir hier drüben nochmal eins? Doch, ja, machen wir. Oder nochmal Wohngebiet hier hin? Ja, doch. Machen nochmal Wohngebiet hier hin. Gerade überlegt. So. Erstmal brauchen wir eh nur die kleinen Polizei, Krankenhäuser. Also Krankenhäuser nicht, aber halt die Klinik und so Zeug. Das müssen wir hier halt so ein bisschen aufteilen. Ist wichtig, so ein bisschen zwischen den Gebieten Abwechslung zu haben. Was haben wir denn hier? Na, so ein Platz mit Bäumen wäre halt hier auch mal ganz schön. Das gibt's doch nicht, oder? Ist ja absolut cool, was ich hier alles hab. Ich hab mal mit so Mauern gearbeitet. Ich wusste nicht, dass die hier alle drin sind. Wow, das ist cool. Oh, da könnte man coole Sachen mitmachen. Da könnte man sehr, sehr coole Sachen mitmachen. Uiuiui. Geil, geil. Gefällt mir. Immer Stück für Stück.
Machen wir hier nochmal ein bisschen was dran und bauen das Ganze hier nochmal weiter aus. Das habe ich lange gesucht, diese Mauerteile, ja. Das weiß ich noch. Ich kann mir das wahrscheinlich eh nicht merken. So, haben wir hier nochmal einen großen Park. Aber ich glaube, das geht als Randgebiet doch ganz gut durch. Jetzt gucken wir, dass wir vielleicht hier für den Abschluss der ersten Folge nochmal ein bisschen ins Plus kommen. Das wäre auf jeden Fall super traumhaft. Die Sache ist so. Und nächstes Gebiet vielleicht. Ich bin gerade am Überlegen. Ja, machen wir so. So. Guck mal hier, ja, ohne die Zebrastreifen. Müssen wir mal schauen. Ich habe ja hier, wie gesagt, das Tool, das geht aber hier an diesen Straßen nicht. Und man kann halt so Sachen zum Beispiel machen, dass man Zebrastreifen vor der Kreuzung halt macht oder so einen Übergang halt. Das ist halt... Macht die Sache nicht einfacher. Da bin ich sehr gespannt über eure Meinung, wie man das machen könnte. Man könnte hier halt zum Beispiel sowas drüber... Na, dass man von dem Weg hier halt direkt einen Übergang hat. Die Sache wäre gut, es wäre gut zu wissen. Ach, guck mal, die kann man sogar deaktivieren. Man hätte halt hier einen Übergang. Wäre auch nicht schlecht. Und dadurch, dass wir ja deaktiviert haben, dass eine Zebrastreifen ist, könnte man, wir müssen jetzt, wir probieren gerade mal ein bisschen rum. Was könnten wir denn hier machen? Könnte hier Haltestreifen machen, aber mehr auch nicht, ne? Sowas könnte mir machen. Sowas wäre möglich. Jetzt pass mal auf, ist aber noch eine andere Idee. Man kann das ja farblich sogar abändern. Man könnte zum Beispiel sagen... Ja, wo ist, also warum, das ist die Füllung. Ist ein bisschen schwieriger hier alles. Da muss ich mal ein bisschen gucken. Wie gesagt, das können wir ja immer abändern. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier mal so einen Übergang, was ja nicht so verkehrt ist. Wir brauchen ja nicht überall Zebrastreifen. Auch, die werden ja eh genutzt, ne? Die werden eh genutzt. Man kann halt dann bei den Kreuzungen hier zum Beispiel... Ja, man kann damit so viel machen. Ich feiere das echt. Kann halt hier so einen Rennstreifen machen, so, dass man hier halt warten muss. So, man kann halt super viel damit machen. Das sprengt allerdings halt so ein bisschen den Rahmen von dem Ganzen. Ja, man kann viel mitmachen. Mach das allerdings mal weg, aber das mit den Streifen hier ist so, dass man hier warten muss, weil hier auch eine Ampel ist. Das finde ich einigermaßen gut. Der Rest müssen wir halt mal schauen, wie man das machen könnte. Also kann man viel variieren. Kriegt so ein bisschen die Kreuzung schöner hin. Wir haben ja hier genügend Möglichkeiten. Wo ich allerdings jetzt hier mal noch ganz kurz mit Traffic Manager übergehe. Die Ampeln hier wegmache. Hier. Hier. Weil die brauchen wir halt alle nicht. Wir können nämlich hingehen und können sagen... Vorfahrt gewähren. Hier können wir zum Beispiel sagen, stopp.
Stopp. Stopp. Na, da kann man halt einiges machen. Und hier beim Kreisverkehr, da muss man mal gucken. Da haben wir jetzt aktuell noch keine Regelungen mit reingenommen. So. Muss man mal schauen. Wie gesagt, ich glaube, wir sind am Ende angekommen, sonst sprengt es einfach den Rahmen. Mit den Übergängen muss man nochmal gucken, ob wir da vielleicht irgendeine Farbe finden, die halt ja für unsere Übergänge hier super toll aussehen würden. Es sieht halt, naja, es sieht halt so, es sieht nicht schlecht aus. Wir sagen mal nicht, dass es schlecht aussieht, das ist okay, aber ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so reinpasst. Da bin ich wirklich gespannt über eure Meinungen. So, die nächsten Wohngebiete gehen halt in die Richtung, dass man hier mal so ein bisschen das Randgebiet aufbaut. Aber ich glaube, das wird ganz cool, wenn man hier das alles noch ein bisschen ausschmückt, wenn es mal fertig mit dem Ausbau ist. Aber hier Gewerbegebiet, was ich hier drüben vielleicht noch ein bisschen ausweiten werde. Aber gefällt mir. Fürs erste Gebiet super toll. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen privat an die Kreuzung machen, gucken, was man da so machen kann. Um einfach für mich auch ein bisschen zu lernen, ne? Und ja, weil es den Rahmen eben sprengt, sind wir hier am Ende angekommen. Ich bedanke mich bei euch. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge. Ich hoffe, euch gefällt's. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut. Bye, bye.